Komm, ich rock das Ding jetzt. Ich rock das Ding. Ihr wollt jetzt irgendwas über Ergonomie wissen, ne? Und ich will wissen, wie sich die Karre anhört. 96 Newtonmeter, Horvin SK3. Los geht's. Hey Freunde, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Scooterhelden in Berlin. Hinter mir steht schon die neue Horvin SK3. Und ja, Leute, da hat sich eine ganze Menge verändert im Vergleich zu dem Video, was ich in Österreich vor einem halben Jahr gemacht habe. Und was sich da konkret verändert hat, was tatsächlich neu ist und wie das überhaupt aussieht mit der neuen Horvin SK3, das möchte ich euch jetzt zeigen. Jetzt gibt es ein paar Bilder und dann sprechen wir über die Technik und vor allem auch über die Details. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.
wir gucken mal ganz kurz in den Lieferumfang der neuen Horwin SK3. Ja Leute, wenn ihr euch eine Horwin SK3 bestellt, dann bekommt ihr natürlich auch aufgrund des Keyless Go Systems 2 Fernbedienungen. Die sehen jetzt hier aus wie ein Flaschenöffner, können natürlich viel, viel mehr. Die Alarmanlage aktivieren, deaktivieren. Finde ich ein cooles Gimmick. Es gibt aber auch 2 Hauptschüsseln noch mit dazu. Falls die Fernbedienung mal nicht geht, dann einfach rein ins Zündschloss, ist kein Problem. Zeige ich euch gleich nochmal. Und dann kann man das Ganze entweder verriegeln mit der Lenkersperre oder direkt starten bzw. die Sitzbank öffnen. Also kein Problem, 2 Schüssel sind mit dabei. Bedienungsanleitung, das finde ich ein bisschen schade, wieder nur auf Englisch. Liebe Grüße an Horwin, bitte in Deutsch verfassen und mit in den Roller legen. Ganz, ganz wichtig. Nicht jeder ist in der Lage, das Englisch hier an der Stelle zu übersetzen. Jetzt kommen wir natürlich zum Herzstück eurer Horwin SK3, das ist der Akku. So, und ich habe hier 2 Akkus stehen, weil ich hier eine Version auch stehen habe bei mir, die mit 2 Akkus betrieben werden kann. Ich möchte zuallererst mal kurz zeigen, wie schwer so ein Akku ist. Das ist nämlich nicht ohne und da seht ihr schon 18 Kilo. Ja, 18 Kilo wiegt also ein so ein Akku. Wir haben eine Kapazität von 72 Volt, 36 Amperestunden, also in Summe mit beiden 5,2 kW und Reichweite wird hier irgendwas zwischen 100 und 150 Kilometer sein. Das muss man dann wieder ausprobieren und herausfinden während der Probefahrt. Es hat sich einiges geändert. Zum einen haben sich die Stecker verändert, wir haben ja neue Anschlussstecker. Wir können darüber hinaus aber trotzdem wieder den Akkustand ablesen. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Verschlusskappe, wo ihr den Akku dann natürlich auch zu Hause ganz normal über die Haushaltssteckdose laden könnt. Und ihr könnt beide Akkus gleichzeitig im Fahrzeug betreiben. Die sind parallel geschaltet und somit habt ihr einen Haufen Kapazität und natürlich auch eine entsprechende Reichweite, wenn ihr die 6,3 kW nicht komplett ausfahrt. Ja, jeder, der da nochmal Näheres wissen möchte, guckt sich bitte nochmal mein EK3 Video an. Da haben wir auch mal einen Reichweitentest gemacht. Wir werden aber auch mit der SK noch auf die Straße gehen. Ganz wichtig, euer Ladegerät, das habt ihr natürlich wieder mit dabei. Das ist jetzt hier ein Lüfterladegerät, 8 Ampere, bedeutet in 4-5 Stunden ist einer der Akkus wieder voll und natürlich in 8-10 Stunden beide Akkus, je nachdem, wie leer ihr die Akkus fahrt. Tut mir einen Gefallen, fahrt sie in der Regel bis in das letzte Drittel, aber fahrt nie so weit, dass euer Roller tatsächlich ausgeht. Das ist einfach total ungesund. Wir machen mal eins, wir packen mal die Akkus wieder an den Roller und dann zeige ich euch mal gerade am Roller, was so die wichtigsten Details und vor allem auch die Specs sind. Oh, 18 Kilo ist echt nicht ohne, ne? 18 Kilo ist echt nicht ohne. Jo, wo ich aber ein bisschen meckern muss, ist der ganze Kabelsalat hier, ne? Hätte man ja theoretisch auch noch in so ein Schläuchchen packen können und dann hättest du quasi nur eine feste Verbindung gehabt. So hast du insgesamt 6 lose Kabel. Ja, geil geht anders, definitiv. Jo, vorher möchte ich euch noch die Frage beantworten, wenn ich mit nur einem Akku fahre, passt dann eigentlich noch ein Integralhelm rein? Also ein Jethelm ist ja kein Problem. Das kennen wir ja, aber ein Integralhelm ist immer so ein Thema, ne? Und ja, Tatsache, es passt auch ein Integralhelm hier noch rein. Ja, wenn ihr jetzt natürlich nur noch einen zweiten Akku drin habt, dann passt dann auch maximal Ladegerät und eine kleine Stullenbüchse rein. Das war's dann aber auch. Jo, also ein bisschen Luft habe ich ja noch. Ich versuche einfach mal jetzt hier das Ladegerät mit einer Hand reinzupacken. Ja, da würde jetzt sogar noch ein bisschen mehr reinpassen. Also mein Portemonnaie würde jetzt hier auf jeden Fall noch reingehen. So, wir machen nochmal den Langfingertest bei der Horwin SK3. Alarmanlage ist aktiviert. Ich klopfe mal an. Okay, das ist schon mal gut, dass die Alarmanlage nicht zu empfindlich ist. Jetzt bewege ich das Ganze mal ein bisschen. Jawohl. Also Alarmanlage funktioniert, das war schon mal gut. Jetzt lasst uns mal ganz kurz über die wichtigsten Eckdaten der neuen Horwin SK3 sprechen. Ich freue mich erstmal, dass sie da ist. Ich dachte schon, sie wäre nur ein Mythos. Ja, also Horwin SK3 und Horwin SK1. Also SK3 ist die L3E-Version, fährt 90 km/h. Der Preis ist heiß, 4.190 Euro mit einem Akku und 5.390 Euro mit 2 Akkus. 1,93 Meter lang. Also ist schon ein bisschen gewachsen und man hat vor allem somit auch Platz, locker Platz für 2 Personen. Ihr könnt natürlich auch Zubehör adaptieren, ob es jetzt der Handyhalter ist oder hinten wieder die Gepäckbrücke, damit ihr euch einen Topcase aufmachen könnt. Das ist jetzt hier gar kein Problem. Sitzhöhe 775 mm. Mensch, das ist angenehm. Ja, 72 Volt System, Mittelmotor mit 4 kW Grundleistung und 6,3 kW Maxleistung. Also das ist der Antriebsstang aus der Horwin EK3. Die EK3 ist jetzt also kein altes Modell, es ist einfach ein Modell mit einem anderen Design. Wer also Bock hat, es ein bisschen eckiger und ein bisschen kantiger zu haben, es erinnert mich auch so ein bisschen an BMW, der geht halt zur SK. Wer lieber es ein bisschen runder mag und gediegener, der nimmt dann eben die EK. Es gibt noch die SK1, das wäre jetzt die Version mit Radnabmotor L1E 45 km/h. Ihr könnt für beide Versionen euch die THG-Quote sichern, indem ihr einfach
bei der SK3 eine normale Zulassung macht und bei der SK1 die freiwillige Zulassung. Dann habt ihr hinten ein schönes großes Stullenbrett drauf. Ihr müsst jetzt bei der 45er-Version aber nicht zum TÜV. Das müsst ihr dann eben nur in der großen Variante machen. Ja, fahrbar mit dem Führerschein B196, also da klopfst du ein paar Stunden und dann geht das rund. Also, ich muss aber trotzdem erstmal sagen, sieht die nicht schick aus. Absolut, ja. Wir haben jetzt hier keine Mischbereifung mehr, sondern 14 Zoll vorne, 14 Zoll hinten. Ihr seht schon hier vorne die Scheibenbremse, das ist eine CBS-Scheibenbremsanlage. Das ist gut, aber geiler wäre, wenn sie ABS hätte. Ja, also ich muss jetzt auch mal objektiv sein. Klar, der Preis ist heiß, 4.200 Euro circa, ja, in der Grundversion. Und dass du es rausnehmen kannst, also sprich den Akku rausnehmen kannst mit der Peakleistung am Motor. Aber warum denn kein ABS? Was stört euch denn daran, Freunde? Ist es zu teuer? Ich gebe auch gern 500 Euro mehr aus. Muss aber an der Stelle sagen, langsam wird Zeit, dass die Systeme auch mit ABS oder eben auch mit einer Traktionskontrolle kommen, ja. Ich muss trotzdem sagen, Design finde ich richtig, richtig schick. Also farblich schön abgesetzt. Eine tolle LED-Optik hinten und vorn LED-Blinker. Hier schön verkleidet, auch hinten mit der Schwinge. Das sieht wirklich gut aus. Die Pedalerie im Alu-Look und dann hier nochmal so ein bisschen geriffeltes Muster, damit man da nicht so schnell wegrutscht. Kunststoffe an sich sind erstmal ganz gut verarbeitet. Ja, und was mich freut, ist natürlich hier unser Keyless Go-System. Das heißt, ihr könnt natürlich mit dem Schlüssel hier auch reingehen. Ich mache das mal hier gerade. Da seht ihr das. Ja. Und dann könnt ihr das Fahrzeug auch nochmal starten, sollte der Akku mal alle sein. Das ist kein Problem, ja. Wenn ihr den Lenker nach links einschlagt, könnt ihr hier reindrücken, nach links drehen und dann habt ihr auch eine Lenkersperre. Kein Problem. Jetzt muss ich aber allerdings sagen, Mensch, hier so die Verarbeitungsqualität von den Sachen, die hätte noch ein bisschen besser sein können, ja. Also es wirkt noch ein bisschen filigran und auch so die Spaltmaße. Jetzt hier und auch hier, es ist die erste Batch. Ich will mal nicht zu pingelig sein, aber ich denke, das geht noch einen Zacken besser. Okay, dann gehen wir mal weiter, gucken wir uns mal die Reling hier an. Hier kannst du dich sauber festhalten. Hier hinten haben wir dann unseren Antrieb, also sprich unseren Mittelmotor, was natürlich gut ist für die Gewichtsverteilung. Ja, wir haben halt eben nicht wie bei einem Radnabenmotor sehr viele ungefederte Lasten hinten, sondern wir haben eine sehr schöne Verteilung, die Akkus direkt in der Sitzbank integriert, dann hier noch der Motor mit der Kette. Ja, jetzt kommt die Frage, warum kein Riemen? Ja, fragt mich, ich weiß es nicht. Kettenantrieb gibt es seit hunderten von Jahren geführt, ja. Also die ersten Maschinen wurden mit Ketten betrieben, die ersten Benzinmotoren, Verbrenner, alles läuft auf Kette. Und ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Kettensatz in 2,5 Jahren wechseln müssen. Noch nie. Ja, du spannst die Kette mal nach, ja, das machst du tatsächlich, aber jetzt so einen Kettensatz gewechselt noch gar nicht. Kann man also meckern? Ja klar, es würde auch ein bisschen leiser sein, wenn man jetzt einen Riemenantrieb verwendet. So hast du natürlich auch die Akustik, wenn du Gas gibst, dass du auch eine haptische Rückmeldung bekommst, was ich persönlich sehr gut finde, gerade wenn du in einer 30er-Zone unterwegs bist oder eben in einem verkehrsberuhigten Bereich. Ja, ansonsten hier alles schön voll verkleidet. Fette Dämpfer, ich bin mal gespannt, wie komfortabel das Ganze nachher ist oder ob die auch so eine leichte Tendenz zum Durchschlagen haben, das weiß ich nicht. Bei der Horven EK1 und EK3 sind die mir hinten ein bisschen zu weich. Wenn du da zu zweit fährst, hast du immer so ein Thema für dich. Probiere ich aber auf jeden Fall aus, nehme ich meine Frau mal mit, kein Problem. Hauptständer, Seitenständer und dann geht es auch hier wieder weiter mit der Verkleidung. Das hatte ich euch ja soweit jetzt schon gezeigt. Ja, und der Lenker, das ist natürlich eine schöne Besonderheit. Der ist jetzt hier so ein bisschen nach oben gezogen. Das bedeutet auch für Fahrer, die ein bisschen längere Beine haben, kein Problem, ihr kommt euch da nicht ins Gehege. Die Armatur in der Aufteilung ist sauber gestaltet, so wie wir es kennen, dass du deine Parkposition hast, dann hier wiederum freischaltest, Rückwärtsgang. Da musst du dann den Rückwärtsgang gedrückt halten. 3 Fahrstufen, die du hier während der Fahrt einstellen kannst. Linke Seite Hupe, Warnblinker, normaler Blinker, interessanter Ton. Lichthupe, Abblendlicht, Fernlicht und das Display haben die definitiv nochmal verbessert im Vergleich zu dem Modell, was ich in Österreich gefahren bin. Hier sehen wir dann also auch die beiden Akkustände, Kilometerstand, in welcher Position du gerade bist, sprich später die Geschwindigkeit und natürlich auch deine Fahrstufe. Dazu kommt dieses Windschild, ja, was an sich erstmal gar nicht so schlecht aussieht. Wenn du dann hier so ein bisschen anfährst, hat man das Gefühl, das Material ein bisschen dünn ist. Mal gucken, ob es da irgendwie Vibrationen während der Fahrt gibt. Probiere ich aus. Konnte ich in Österreich jetzt noch nicht wirklich testen. Aber schön finde ich auch wiederum abgesetzt schwarz mit dem Silber und dann vorne natürlich dieser und dann natürlich dieser stechende Blick. Der Horven SK3 wirkt ein bisschen wie ein Hai, alles so ein bisschen spitz zu laufen. Hier die Blinker integriert und wenn man hier mal reinguckt, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen, dann ist das hier alles auch ein geschlossenes Gehäuse. Das Fahrzeug muss natürlich am Ende auf der Straße überzeugen. Das alles hier ist ja sonst immer nur Theorie und man labert immer eine ganze Menge. Aber unterm Strich guckt man dann nachher,
Wie macht sich die SK3 auf der Straße? Jo, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass das hier tatsächlich eine Gummimatte ist. Clever. Jo, die kannst du dann natürlich leichter austauschen, wenn mal irgendwas kaputt ist oder so. Cool, warum nicht? Ja, und hat natürlich seine Vorteile, dass du im Vergleich zum Kunststoff nicht so schnell wegrutscht. Hier muss man ganz genau hingucken bei der SK3. So Leute, jetzt setze ich mich auf jeden Fall nochmal für euch rauf. Ich selber jetzt 1,90 Meter, bisschen über 100 Kilo leicht. Ich habe abgenommen, ohne Scheiß. Ja. Die 2 Wochen Corona, die haben mich richtig weggeflasht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das Gewicht halte. Ja, Gewicht ist auch das Thema. Also ich konnte irgendwie nicht herausfinden, was die Maschine wiegt. Ich hatte mal so 95 Kilo im Kopf, aber wenn jetzt natürlich noch 18 Kilo dazukommen, weil du 2 Akkus hast, bist du wahrscheinlich nachher irgendwo bei 110, 115 Kilo. Zuladung wird dann Pi mal Daumen sein. Keine Ahnung. Ja, das sind dann die Zuladung. Warte mal kurz. Sekunde, muss ich mal gerade ganz kurz hier in der Bedienungsanleitung nachschlagen. Ich kann mir ja auch nicht alles merken. Aha, also zulässiges Gesamtgewicht 282. 282, so, jetzt ist geil, wer rechnen kann. 165. 165. Mir war irgendwie wie 200. 165 Kilo. Ja, also lass es 110 sein, ja, dann sind es nachher 170 Kilo. Okay, ist ja jetzt auch egal. So, wir halten jetzt hier Platz. Also, Sitzhöhe kann ich jetzt schlecht sagen, ich bin hier aufgebockt. Aber zumindest meine Knie, und das wollte ich euch ja mal zeigen. Schaut euch mal hier, ich habe hier noch Platz. Ich kann jetzt zwar nicht ganz einschlagen, aber zumindest, ihr habt hier den Abstand, ihr habt den Platz, ihr habt einen guten Winkel, um das Display abzulesen, ihr kommt überall gut ran. Und hinter euch, ja, hat man auch noch Platz. So, wenn ich die Karre jetzt mal freischalte. Jetzt will ich es auch wissen, warte mal. Ja. Irgendwas um die 90 Newtonmeter, habe ich gelesen. Scheiße, warte mal, muss ich nochmal nachschlagen. Ah, es sind insgesamt, what the fuck, gell? 96 Newtonmeter. Okay, jetzt will ich es wissen. Komm, wir reißen mal kurz am Hahn. Ja, 96 Newtonmeter. 96 Newtonmeter. Hört sich doch gut an. Ja, das muss er doch auf die Straße bringen nachher. Also, ihr seht, ich habe genügend Platz. Das passt dann soweit. Summa summarum, eine ganze Menge Roller. Für eigentlich gar nicht so viel Geld. Also ab 4.190 Euro geht es ja los mit einem Akku. Und ihr habt schon gesehen, hier ist eine ganze Menge passiert und die Form gefällt mir richtig gut. Es ist noch die erste Serie, also da wird er nicht ganz genau hingucken. Du durfst hier nicht mit dem Qualitätsanspruch von einer 15K-Maschine, BMW oder sonstiges rangehen. Mach das bitte nicht. Die Sachen sind gut, die sind richtig, richtig gut. Und das sind auch die Erfahrungswerte, die wir in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren jetzt knapp machen durften mit den E-Cars. EK1 und EK3, unglaublich zuverlässig. Ich freue mich auch riesig, dass sie hier keine App verbaut haben, kein GPS, kein 4G-Modul, nichts. Ja? Du hast einfach weniger Komponenten, die sich gegenseitig stören können. Sehr, sehr gute Akkus mit einem hervorragenden BMS. Also ich muss ganz klar sagen, Horven ist eine der wenigen Marken, wo wir so gut wie gar keine Akkuprobleme haben. Das ist ein Riesending. Genauso wie Motor. Auch kein Thema. Du wirst den perfekten Roller nicht kriegen. Du wirst ihn nicht kriegen, außer du baust ihn dir selber nach deinen Vorstellungen oder du gibst richtig Asche aus. Und darum geht es am Ende. Trotzdem bekommt ihr eine ganze Menge Roller für einen absolut fairen Preis. Jo, und das soll es jetzt erstmal gewesen sein von meiner Seite aus. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei den Scooterhelden in Berlin. Also macht jetzt bitte nur noch eins, klicken, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Jo. Ist schon schick.